Genau. Ja, wir haben ja noch viele Gemeinsamkeiten, unabhängig jetzt von dem Wolf, sondern wir sind ja beide auch aus Frankfurt am Main. Bist du eigentlich auch Eintracht Frankfurt-Fan oder gar nicht? Bin gar kein Fußballfan. Ich bin ein Ah. Eishockey-Fan, leider. Ganz schlimm. Ich Immerhin. bin Kölner Haie-Fan, die hatten keine gute Saison, und Pittsburgh Penguins-Fan. Ich bin totaler Eishockey-Junge. Habe auch selber gespielt früher. Wow, Eishockey finde ich natürlich auch sehr Aber gut. ganz unter uns, also von allen Fußballclubs, ist mir die Eintracht schon deswegen die sympathischste, weil der Vereinspräsident ja gesagt hat, er will keine AfD-Mitglieder im Verein haben. Ja, sicher. Seitdem denke ich, das ist mein Club. Aber Ja. ich verstehe ehrlich gesagt nicht so viel von Fußball. Ich verfolge Nein. es auch nicht. Ich habe mitgekriegt, Okay. dass die Bayern rausgeflogen sind, dass Dortmund rausgeflogen ist. Ich kriege auch mit, dass Frankfurt eine sehr gute Saison spielt. Aber ich bin leider einer von den Eishockey-Jungs. Okay, kein Problem. Eishockey finde ich auch gut, aber bin doch etwas mehr auf Eintracht im Fußball Ist fokussiert. ja auch ein toller, ist ja auch ein toller Club. Sehr schön. Aber in unserer Geburtsstadt bist du auch noch ab und zu mal oder jetzt in diesen Corona-Zeiten wahrscheinlich gar nicht, oder? War letzte Woche gerade da, ich habe einen großen Teil meiner Familie lebt immer noch im Frankfurter Raum. Und nein, ich bin da regelmäßig. Und Sehr finde, schön. die Stadt hat sich unglaublich toll entwickelt, muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Also ich möchte das auch bald wieder mal hin, aber jetzt dieses Jahr habe ich bis auf Berlin, Hannover, wo ich hin und her pendle. Berlin ist ja mein Erstwohnsitz, Hannover der zweite, bin ich jetzt noch nicht so in der Weltgeschichte rumgedüst. Und bis letztes Jahr März eigentlich andauernd, aber du weißt ja dann, was alles passiert ist. Nein, ich mache das nur zu Familienbesuchen, weil ich habe eine 83-jährige Tante, mit der ich sehr eng bin. Die war jetzt echt sehr einsam das letzte Jahr. Habe eine Schwester, die ist verwitwet. Also ich fahre da regelmäßig hin, und ich finde das einfach die modernste Stadt in Deutschland und auch die kosmopolitischste Stadt in Deutschland. Also ich bin echt der Frankfurt-Fan. Ich möchte da nicht wohnen. Ich fahre da total gerne hin zum Besuchen, weil da ist mir zu wenig Wasser. Dieser Main ist halt ein Rinnsal. Aber das ist eine echt coole Stadt, muss ich sagen. Ja, stimmt. Kosmopolitisch war es tatsächlich schon immer eigentlich fast gewesen, oder zumindest seit dem letzten Mitte des zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, also eigentlich die erste kosmopolitische Stadt oder multikulturelle auch in Deutschland. So brechen wir noch mal eine Lanze hier für Frankfurt. Jetzt möchte ich doch zum Einsatz für den Wolf gerne zu sprechen kommen oder darauf zu sprechen kommen. Der Victor Hugo hat mal gesagt, der Hund ist die Tugend, die sich nicht zum Menschen machen konnte. Was ist der Wolf? Von der DNA her faktisch identisch mit dem Hund. Ich finde es ein bisschen traurig, was wir vom Hund so runtergezüchtet haben. Also wenn ich Bulldoggen sehe und Möpse und Pinscher und so, dann denke ich immer, der Mensch sollte doch einfach mal aufhören, Natur manipulieren zu wollen. Weil ich finde halt Wölfe, Wolfshunde, alles, was dem Wolf ähnlich ist, finde ich auch die schönsten Hunde ganz nebenbei. Ja. Und was mich halt total fasziniert hat, ist auch die Geschichte, wie der Mensch sich dem Wolf genähert hat oder umgekehrt. Man sagt ja immer, auf den Hund gekommen. Die neueste Forschung, das hat ja auch Kottaschall in diesem Forschungszentrum in Wien gesagt, oder bei Wien, wahrscheinlich war es umgekehrt, dass der Wolf sich den Mensch ausgesucht hat, aufgrund von wahrscheinlich Fäkalien und Essensresten, sprich Knochen. Also das ist bis heute nicht wirklich erforscht. Sowas finde ich wahnsinnig spannend. Warum Man's Best Friend vielleicht genau umgekehrt war, dass der Wolf gesagt hat, da wo Menschen sind, können wir so ein bisschen opportunistisch hinterher schmarotzen. Wenn das wahr sein sollte, finde ich es total faszinierend. Nein, ich finde, was mich am meisten beschäftigt, ist, dass wir eigentlich jubeln müssten über die Rückkehr des Wolfes. Und Deutschland macht genau das Gegenteil. Stefan Weil, Julia Klöckner, Markus Söder sind alle für den Abschuss. Wir schießen ein Tier, dem wir einfach nur Platz geben sollten, weil es in ein gesundes Ökosystem reingehört. Jeder kennt das Beispiel Yellowstone National Park in den USA. Da war die Ökobalance komplett zerstört. Dann hat man in den 70er Jahren den Wolf wieder eingeführt. Und innerhalb der letzten 40 Jahre hat sich das gesamte Ökosystem komplett erholt. Es sind Tierarten zurückgekommen, die es Jahrzehnte nicht mehr gab. Das Ganze, selbst die Gewässer sind wieder gesund geworden, weil man den größten Beutegreifer wieder eingeführt hat. Also eigentlich müsste man von solchen Beispielen ja lernen. Was machen wir? Genau das Gegenteil. Ja, wir wollen den Wolf managen, wie ich ja deiner Dokumentation entnommen habe. Das war auch so ein Unwort irgendwie. Also, wie kann man nur auf solche Ideen kommen? Cool war natürlich der Förster, der halt mal ein bisschen andere Ansichten auch hatte. Der Peter hat, Wohlleben. ja, der, den fand ich sehr gut. Der ist großartig. Ich bin großer Fan von Peter Wohlleben. Finde Kann den ganz man toll. so sehen. Und sehr interessant auch. Ein häufig viel gescholtenes Land, ja. Viele kennen gar nicht die Schönheit des Landes Rumänien, die ja auch eine etwas andere Sichtweise auf den Wolf haben und sogar noch der Schäfer eigentlich letztendlich mit dem Wolf für ein Miteinander plädiert hat und so eine etwas lockere Sichtweise auch hatte, ne? Also als jetzt hier viele
Jäger hierzulande. Das fand ich auch interessant. Also ich muss ehrlich sagen, die Karpaten waren für mich die Entdeckung der letzten 10 Jahre. Ich hatte keine Ahnung, wie schön das Land ist, was es da noch an unberührter Wildnis gibt. Das ist wirklich wie Kanada vor 100 Jahren. Also man muss echt nicht nach Kanada fliegen, um Wildnis zu erleben. Mich hat das komplett fasziniert. Und das Tollste finde ich, dass halt ein rumänischer Schäfer sagt, ja, wenn ich ein Schaf verliere, dann habe ich versagt. Dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Und der Schäfer sagt auch, der Wolf hat auch ein Recht zu essen. Ab und zu verlieren wir halt ein Schaf. Na gut, der hat auch ein Recht, der hat auch Hunger. Also die Haltung der Italiener und der Rumänen gegenüber Wölfen fand ich total faszinierend, weil sie einfach koexistieren und auch stolz drauf sind, dass sie koexistieren mit diesem Tier. Wir Deutschen sind einfach Angstschisser. Wir haben einen Beutegreifer, also ich sage mal den Luchs, der wird sofort vergiftet, weil er Hühner reißen könnte. Wir haben den Wolf, den schießen wir gleich wieder. Und zwar wissentlich das EU-Gesetz brechend. Es gibt ein strenges EU-Gesetz, das den Wolf unter Schutz stellt. Das brechen die Deutschen einfach mal so. Und mich wundert, dass die Politik, wie die Politik sich benimmt und auch auf diese hysterischen Ängste von Bürgern eingeht, die einfach aufgrund von Nichtwissen und Ignoranz entstehen. Wölfe sind pathologisch scheu, sie sind der Albtraum eines jeden Filmemachers. Wir haben das in 10 Monaten, wir haben insgesamt 10 Monate gedreht. Wir haben ein einziges Mal in der Lausitz aus 300 Metern Entfernung einen einzigen Wolf gesehen. Für uns echt frustrierend. Also jeder Mensch, der behauptet, der Wolf sucht unsere Kinder, um sich zu ernähren, das ist so hysterisch und so dumm. Und dann kommt die FDP um die Ecke und macht Wahlkampf mit einem Plakat, das haben wir gefilmt, da steht drauf: Damit der Waldspaziergang nicht zur Mutprobe wird, Wolfsmanagement, FDP. Denkst du wirklich? Gut, dazu sollte man wissen, dass Christian Lindner Jäger ist. Ach, der ist Jäger, das wusste ich nicht. Oh ja, Philipp Amthor, Wolfgang Porsche, Clemens Tönnies, Herr Grossmann, Ex-Chef von RWE, Hubert Aiwanger. Die sogenannte Entscheiderelite in Deutschland ist zum ganz großen Teil sind das begeisterte Jäger. Und die wollen den Wolf natürlich nicht haben. Der ist Konkurrent. Und diese Lobby hat einfach in Deutschland einen erschreckend großen Einfluss. Das sind zwar nur 0,1% der Bevölkerung, aber die setzen sich maßgeblich bisher leider durch, ne? Das Und ist traurig. brechen EU-Gesetz mal ganz flockig nebenher. Ich meine, das ist ja auch in der Doku sehr gut thematisiert. Glaubst du? Entschuldigung, das muss ich kurz wegdrücken. Sorry. Das war Agentin, sorry. Ich Ablegen. hoffe, alles gut läuft. Ja. Kein Problem. Glaubst du, dass das, was du ja angesprochen hast, jetzt im Interview, aber auch natürlich in der Doku, dass da einfach EU-Recht gebrochen wird, dass das auch vielleicht auf die Politik hierzulande, wenn sie die Doku, ich weiß nicht, ob sie sich freiwillig angucken, aber werden sie schon mitbekommen, dass das auch ein bisschen was bewirken kann? Also siehst du da eigentlich auch über das Machen hinaus irgendwie, dass sich was bewirkt durch die Doku? Das hoffe ich natürlich. Da ich Markus Söder ganz gut kenne, ich weiß, dass der zum Beispiel kein großer Jagdfreund ist. Ah, okay. Hätte nicht gedacht. Insofern, jetzt, egal wer drankommt, es sieht ja im Moment schwer nach Schwarz-Grün aus, gehe Ja. ich mal davon aus, dass die Gesetze etwas umweltfreundlicher gestaltet werden ab Herbst diesen Jahres. Na, hoffentlich. Und dass wir diesen absurden Flächenfraß, die Deutschen sind die Europameister in der Grünflächenvernichtung. Deutschland vernichtet pro Sekunde 10 Quadratmeter Grünfläche, das macht pro Tag 90 Fußballfeld große Grünflächen, die wir zubetonieren für Gewerbeparks, damit wir noch einen Kick, noch einen Möbellutz, noch einen IKEA, diesen ganzen Quatsch. Ich meine, wir sägen den Dannenröder Forst in Hessen weg, unserem Heimatbundesland, um eine Stadt, eine Autobahn zu bauen, die kein Mensch mehr braucht. Der Ebersberger Forst außerhalb von München, der letzte große Mischwald in der Nähe von München, soll weggesägt werden für einen Gewerbepark und eine Staatsstraße, damit die Rosenheimer schneller zum Flughafen kommen. Kein Mensch fliegt mehr. Das sind Straßenprojekte aus den 90ern. Das wird immer noch durchgezogen. Du denkst, Kinders, denkt doch mal nach. Warum haben wir keinen Platz für den Wolf? Weil wir dauernd Grünflächen vernichten, weil wir zu wenig Nationalparks haben, weil wir viel mehr Biosphärenreservate bräuchten. Deutschland hat 0,6% der Landfläche Nationalpark. In Griechenland 7%, Italien, Portugal. Und dann meckern wir darüber, dass die Natur keinen Platz hat. Das ist auch ein Geschäftsmodell. Die Amerikaner haben aus Nationalparks Gelddruckmaschinen gemacht. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein unglaublich erfolgreicher Touristenmagnet. Davon brauchen wir mehr. Kretschmann hat Jahre gekämpft, in Baden-Württemberg und den Schwarzwald zum Nationalpark zu machen. Das sind ja Erfolgsgeschichten. Von der Seite brauchen wir mehr Naturschutzgebiete, mehr Biosphärenreservate, wir brauchen viel mehr Nationalparks. Spessart, auch bei uns in der Nähe. Odenwald, macht Nationalparks draus. Die Leute werden es lieben. Gerade nach Corona hat jeder kapiert, wie toll es ist, in der Nachbarschaft ein bisschen Natur zu haben.
absolut. Also da macht die Politik immer noch das krasse Gegenteil, weil jede kleine Kommune möchte die Steuereinnahmen aus dem scheiß Gewerbepark haben, entschuldige, wenn ich es mal deutlich sage. Wie ist das Drehen eigentlich in Corona-Zeit gewesen? Wann habt ihr diese Doku gedreht im Einsatz für den Wolf? War die mühsamste von allen Dokus, weil uns natürlich ständig Sachen abgesagt wurden wegen Corona. Also das Wolfsforschungszentrum haben wir Monate gewartet, um da hinzukommen. Die Rumänen waren komplett zu, mussten wir Monate warten, um reinzukommen. Die Italiener waren zu. Das war jetzt richtig mühsam. Wir saßen eigentlich ein Jahr lang in der Warteschleife, haben aber bis auf Wölfe alles bekommen, was wir gebraucht haben. Die Hauptdarsteller haben sich dann wie Orson Welles im dritten Mann erst im letzten Drittel gezeigt. Das ist so, du hörst sie jede Nacht. Wir haben sie in den Karpaten heulen gehört, im Majella Nationalpark in Italien. Du hörst sie die ganze Zeit. Du siehst den Kot, du siehst die Haare, du siehst das Tier nie. Die sind sowas von clever und scheu, die sind unglaublich, echt. Also für uns echt frustrierend. Es ist ja so, wenn man die Doku sieht, man denkt ja irgendwie, Corona gibt es gar nicht. Also es war ja auch so, ihr seid jetzt nicht ganz nah beieinander gestanden, aber irgendwie, man hat keine Maske und so gesehen. Also ich bin eh, mir ist es eh auch alles zu viel, jetzt hier diese politische Überkorrektnis. Aber war das auch irgendwie, gab es da Auflagen oder musste man da so ein bisschen tricksen oder so? Wie war das? Nein, wir sind alle mit Maske gereist, wir haben alle den Abstand eingehalten, wir haben sie zum Drehen abgenommen und dann immer noch den Abstand eingehalten. Also wir halten uns minutiös an 2 Meter Abstand, wie Mittelamerika und Nordamerika. Mhm. Ich finde die 1,50 finde ich auch eine merkwürdige Zahl, warum macht man nicht gleich 2 Meter? Mhm. Und haben uns an alles gehalten. Also ich bin allein aus Rücksicht und aufgrund der Tatsache, ich könnte ja auch Überträger sein, ohne es zu kriegen. Ich habe ein sehr gutes Immunsystem. Schon aus Rücksicht auf die Mitmenschen haben wir verdammt nochmal Masken zu tragen und Abstand zu halten. Also das ist eine so einfache Übung. Leute, die sich dagegen wehren, die haben gar nichts kapiert. Die sollen einfach mal mit Pflegepersonal auf einer Intensivstation reden, was da im Moment los ist. Meine Schwester ist im Pflegeberuf, ich habe eine Cousine, ich habe ganz viel Verwandtschaft in Pflegeberufen. Da ist die Hölle los. Und wer das immer noch ignoriert oder verleugnet, ist einfach nur dumm. Wenn man da in den Karpaten aber dann dreht, muss man ja auch übernachten. Wo hast du denn übernachtet? Also zum Teil kleinen Hütten, mhm. Fantastisch. Also da ist ja dieser Christoph Promberger, dieser deutsche Wolfsforscher, lebt er ja. Der vermietet, also mit dem kann man eine Woche lang durch die Karpaten laufen, okay. Auf so geführten Wandertouren. Man kann mit dem reiten, da kann man eine Woche lang auf dem Pferd reiten, jede Nacht in einer anderen Hütte pennen. Und wir haben in so ganz einfachen Hütten gewohnt, also Cottages. Cool. Und mitten im Wolfsgebiet. Natürlich, wir haben die ganze Nacht die Kameras aufgestellt. Wir haben morgens beim Sonnenaufgang versucht, ganz unter uns auch so ein ganz bisschen anzufüttern. Also in Absprache mit Promberger, dem Wolfsforscher, nichts. Nichts. Die riechen uns und sagen, nee, finden wir nicht. Menschen, bäh. Aber die Wölfe in dem Zentrum bei Wien, die sind ja nun fast schon wie Haushunde gewesen. Also es war ja eine tolle Interaktion, kam ja da zu dir und das waren ja schöne Aufnahmen einfach. Aber die sind wahrscheinlich von Hand angefüttert und benehmen sich da, du bist da Teil des Rudels wahrscheinlich dann irgendwann, ne? Also der. Dazu sagen, das sind amerikanische Timberwölfe. Ja. Die werden deswegen für die Forschung eingesetzt, weil der amerikanische Wolf ist nie so radikal bejagt worden wie der europäische Wolf, deswegen ist der viel weniger scheu. Und um diese Verhaltensforschung zu treiben, züchten die Timberwölfe, die sind nicht entnommen aus der Wildnis, das sind von Hand aufgezogene Tiere und die sind wirklich einfach, die leben in einem Riesengehege, das ist auch sehr schön, aber das sind Forschungstiere und es ist ja total spannend, was da rauskommt, dass halt Wölfe untereinander sofort Teams bilden und der Hund macht das nicht. Der Hund wartet darauf, was der Mensch macht und dann macht er mit. Also es ist total faszinierend, wie es in den letzten 40, 50, 60.000 Jahren der Hund wegentwickelt hat von seinem Vorfahren, dem Wolf. Ist total spannend. Aber du selber hast keinen Wolfhund und hast überhaupt einen Hund oder ich weiß gar nicht. Ich hatte immer Hunde, aber immer gerettet aus irgendwelchen Tötungsstationen oder Tierheimen. Ich hatte noch nie einen reinrassigen Hund. Ich bin auch ehrlich gesagt ein großer Gegner von Rassehunden. Weil solange unsere Tierheime aus allen Nähten platzen und in Spanien in Tötungsstationen und in Rumänien, solange Hunde gekillt werden in irgendwelchen Tötungsstationen, weiß ich nicht, warum man sich einen Rassehund holt. Diese Hunde sind so dankbar. Ich hatte die tollsten Hunde der Welt, die waren alle gerettet oder aus Tierheimen. Schön. Ich bin kein Freund des Rassehundes, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja meinen Felix, den hast du ja, glaube ich, noch nie live gesehen, obwohl der schon dir recht nahe war, damals im Bayerischen Hof, wo wir uns über History getroffen hatten. Da war der dann auf dem Zimmer gewesen, weil er in diesen Saal wohl nicht rein durfte. Den habe ich auch von einem Hundecoach und der Felix war wohl zuerst, man weiß auch gar nicht, dass der Mann aus dem Mysterium, woher der kommt, aus der Tschechoslowakei wahrscheinlich, also er ist ein eigentlich sibirischer Wolfhund, Husky-Mischling, das heißt, er hat 33% Wolfanteil und er ist aber im Gegensatz dazu, er hat wölfisches Verhalten, ist aber nicht scheu, ist eher super kommunikativ.
Also bildhübsch auch. Ich kann ja nachher mal zumindest ein Foto mal vielleicht schicken da in dem Chat. Auf jeden Fall. Und der war dann zuerst bei einer behinderten Frau wohl. Die konnte, ich glaube, die ist sogar im Rollstuhl gesessen. Die konnte gar nicht mit dem gehen, weil ich laufe hier jeden Tag, wenn ich in Hannover bin, von Hannover bis Langenhagen. Das ist schon mal eine andere Stadt, also durch so ein Landschaftsschutzgebiet, ne? Und dann ist so eine Gegend, die sieht aus wie die Rolling Prairie in den USA. Das glaubt man nicht, ist wirklich in Hannover so. Da siehst du, wenn du am Anfang bist, das Ende nicht. Das ist so ein ehemaliger Truppenübungsplatz gewesen. Aber das hat auch nichts mehr mit Militärischem zu tun. Das ist einfach so prärieartig. Und da sind wir 3-4 Stunden alleine nur, um da hinzukommen und zurück. Das hält mich fit. Ihn sowieso. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Und wenn du ihn siehst, dann denkst du dir, also auch Experten denken erst so 1,5 bis 2. Ne? Und in Berlin laufen wir da immer am, ich weiß gar nicht, heißt der Spandauer Seefahrtskanal. Das geht jedenfalls von Wedding bis Richtung Haselhorst. Das sind auch 15 Kilometer und dann zurück. Also das fast jeden Tag. Ne? Das ist schon ganz, macht Spaß einfach irgendwie. Also im Moment, ich reise einfach zu viel, um noch Hunde zu haben. Ich habe Mitte der 90er aufgegeben mit Haustierhaltung, weil ich einfach zu viel unterwegs war. Hm. Aber es wird der Tag kommen, da habe ich wieder Hunde und Katzen, weil ich Lust nichts ist, beides zu haben. Genau, und der Felix ist auch großer Katzenfreund, das sind alles Kinder, seine Kinder für ihn. Er liebt jede Katze, es ist unfassbar, der würde sich nicht auf die stürzen und die zerreißen oder so, im Gegenteil. Also, und Katzen kommen auch immer zu mir, durch meine damalige Freundin, die hatte irgendwie 4 und ihre Mutter 9 Katzen. Das war schon Wahnsinn, immer alle haben mich belagert. Aber bei Katzen, bei Hunden, da gehe ich sofort drauf zu, aber bei Katzen ist es umgekehrt, da bin ich eher ein bisschen cool, in Anführungszeichen, und das finden ja Katzen gut, wenn du gar nicht so viel machst, dass sie das so bestimmt. Hast du mehr verstanden als die meisten Menschen, weil die Katze muss auf dich zukommen, nicht umgekehrt. Genau. Den Fehler machen die meisten. Katzen mögen das nicht. Die Katze ist immer der Chef, immer. So wie auch bei den Frauen der menschlichen Rasse. Das ist auch, die suchen sich einen auch meistens aus irgendwie, ne? Also, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, so ist es. Sag mal, jetzt im Einsatz für, gibt es ja schon länger und da waren wirklich gute Sachen dabei. Also mich natürlich jetzt persönlich, das ist so mein Highlight gewesen mit dem Wolf, aber ich erinnere mich natürlich auch an die anderen Dokus. Ist schon wieder was auf dem Zettel, was das nächste sein wird? Wir sitzen seit 4 Wochen am Drehbuch für Im Einsatz für die Sau. Wir machen jetzt einen Film über Massentierhaltung. Oh, na gut, das ist natürlich auch ein Thema zum rechten Zeitpunkt, möchte ich mal sagen. Bernice, Wiesenhof. Warum wir immer noch Fleisch essen, was unter völlig abartigen Bedingungen produziert wird. Also das ist das nächste Thema. Wenn man da auch bedenkt, jetzt auch, was auch interessant ist, traurig mit diesem Schreddern von männlichen Küken, auch Frau Klöckler und so, die meint, die hat jetzt das super Gesetz irgendwie da erlassen. Also das ist, da fasse ich mich wirklich an den Kopf. Ne? Lass mich zu dieser Ministerin bitte nicht äußern. Okay. Na gut, dann. Mit Kollegen aus dem Verkehrs- und Digitalresort möchte ich mich auch nicht äußern. Mhm. Und zu unserem Wirtschaftsminister möchte ich mich auch nicht äußern. Da gibt es eine ganze Riege, wo ich denke, Attrappen, das sind Attrappen. Ja. Oder Lobby-Marionetten. Mhm. Eins von beiden. Mhm. Meistens beides gleichzeitig. Ja. Kann man wohl so sagen. Du bist ja nun als Schauspieler sehr präsent immer gewesen, aber natürlich auch, kann man doch sagen, eigentlich als Umweltschützer. Nun gibt es auch Leute, die sehen das sogar kritisch, weil sie vielleicht immer was kritisch sehen müssen. Ich erinnere mich da an Kollegen, ich glaube vom Spiegel, die haben dich mal so als Vielflieger in Sachen Klimaschutz irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, das war die FAZ. Also ich merke mir das sehr gut, weil deine Kollegen sind ja kreativ. Also im Spiegel war ich der Indiana Jones, der Mülltrenner. Fand ich sehr gut. Im Fokus bin ich der Affenversteher. In der FAZ bin ich der Vielflieger gegen den Klimawandel. Das war's, genau. Und so, nein, also das natürlich, das fliegt ja. Ich meine, die Filmbranche könnte sofort zumachen, wenn wir nicht mehr fliegen. Fakt. Ich müsste meinen Beruf sofort an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliege. Ich fliege privat nie. Ich fliege nur beruflich. Das ist eine Umweltsünde. Aber dann sollten wir doch mal, das höre ich mir gerne an, wenn Leute vegan leben. Weil es gibt eine göttliche Studie von der Uni in Oxford, dass ein Veganer 5-mal im Jahr um die Welt fliegen kann und hat immer noch eine bessere CO2-Bilanz als ein Fleischesser. Hallo, das ist meine Studie. Nein, wirklich. Ich weiß, das ist ein fauler Kompromiss. Wir fliegen nach Borneo, machen einen Film über Regenwaldvernichtung. Aber dann sollten wir doch, hast du Seaspiracy schon gesehen, diese neue Netflix-Doku? Nein. Bitte, hast du Netflix? Nee, habe ich gar nicht. Sollte ich mir anschaffen deswegen?
Das sind die gleichen Typen, die Cowspiracy gemacht haben und What the Health. Das sind so die top amerikanischen Dokufilme. Es gibt eine neue Doku, die heißt Seaspiracy über Meer, über die Meere und über Fischung. Das ist der dreifache Schaden, was Umweltzerstörung und CO2-Bilanz betrifft, als die Amazonas-Abrodung. Dann sollten wir doch mal reden über unsere Fischereiindustrie. Und was wir mit den Meeren, also bevor ich mir dauernd vorwerfen lasse, du fliegst aber zum Drehen, sollten wir, glaube ich, über ganz andere Themen reden. Der Flugverkehr macht also im Moment nicht mal 1% des weltweiten CO2-Ausstoßes, normalerweise knapp 3. Dann sollten wir doch erstmal über die Baustellen reden, die Kohleverbrennung, 50% des weltweiten CO2-Ausstoßes, Agrarindustrie, Futtermittelproduktion. Ich meine, 25% der Landfläche dieses Planeten ist nur noch dazu da, Futtermittel für die Fleischindustrie zu produzieren. Wollen wir darüber mal reden? Guten Tag. Also das höre ich mir ehrlich gesagt nur ungern an. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ein Themawechsel. Ich erinnere mich auch an viele Hörbücher von dir. Ganz einfach, einen kleinen Einfach. Schreiben die Blätter das eigentlich auch über DiCaprio? Über Redford? Nein. Danke. Also wenn ein Amerikaner Umweltschutz macht, Clooney, Redford, Aniston, die Liste ist ja endlos, Emma Thompson, dann ist das super. Aber wenn ein deutscher Umweltschutz, der fliegt ja, das ist so deutsch und so klein. Ich würde sagen, es ist nicht nur, dass es in den USA anders gesehen wird. Selbst das Nachbarland Österreich behandelt ja auch seine Künstler und Schauspieler anders als Deutschland. Ja. Also das ist einfach leider so und über Jahrzehnte hinweg. Man ist nicht stolz auf seine Schauspieler oder wenn der erste Film gut war, das wird noch gelobt, aber der zweite muss automatisch, dann muss man ihn reindrücken. Also, das ist die deutsche Mentalität. Ich habe es dran gewöhnt. Kommen wir nochmal auch zum Schauspiel. Ich erinnere mich an Hörbücher von dir. Unter anderem hast du ja auch mal James Bond gelesen. Ne? Irgendwie hast du da noch irgendwie eine Erinnerung und ist das irgendwie, war das für dich so amüsant, weil wenn ich dich jetzt so kenne, bist du ja eigentlich, also von der Statur könntest du auch ein guter James Bond sein, aber dann wärst du halt der Umwelt-James Bond irgendwie. Also das ist so, war dir das irgendwie nah oder hat dir das Spaß gemacht oder war das Abtauchen eine andere Welt? Wie siehst du das eigentlich literarisch, diese Fleming-Geschichten? Gute Unterhaltungsliteratur. Der Grund, warum ich es gemacht habe, ich war jahrelang relativ gut befreundet mit Klaus Lage. Und er hat irgendwann nebst seiner Rockmusik auch Hörbücher produziert. Und er kam irgendwann zu mir und gesagt, Hannes, wir haben die Rechte an den Flemings, hast du Lust, das einzulesen? Ich mit dir, Klaus? Sagt er, ja, bist du sofort. Weil mit Klaus zu arbeiten, hat einfach echt Spaß gemacht. Also das ist ganz bestimmt keine hohe Literatur. Ich habe auch sehr viel bessere Literatur eingelesen. Ich habe die ganzen Robert Harris eingelesen, wie Michael Crichton und so. Ich habe auch Rilke-CDs eingelesen. Also schön. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich mache im Moment mehr Doku-Bequatschen. Also ich bequatsche sehr viel ausländische Dokus. Zuletzt Anthropozän, die Epoche des Menschen, diesen Kinofilm. Also im Moment mache ich einfach aus Zeitmangel keine Hörromane mehr, sondern hauptsächlich Doku-Vertonung. Der Klaus Lage hat, sag du. Sag du, bin schon fertig. Der Klaus Lage, der hat ja auch den Soundtrack dazu, Sabu, ne? War doch auch die Musik von ihm. Der hat in Köln gelebt, hatte sein Studio auch da im Zollstock. Ich war in der Südstadt gewohnt, das war 3 Minuten. Also ich kannte Klaus halt gut. Ich kannte diese ganze Kölsch-Rock-Szene, also Niedecken, Bab, Grünemeier, die habe ich durch alles, weil ich 20 Jahre in Köln gelebt habe. Ich habe die natürlich alle kennengelernt. Das war immer sehr lustig mit denen. Ich habe ja so früh angefangen mit meinem Magazin Spirit, ein Lächeln im Sturm. Ich war ja Deutschlands jüngster Herausgeber mit 16. Das Magazin war früher Print, DIN A4, ne? Jetzt ist es halt online, aber also auch gute Besucherzahlen und so. Dann habe ich auch noch diesen YouTube-Channel, mit dem wir das jetzt auch machen. Das Gespräch mit Klaus Lage habe ich mal als 15-Jähriger kennengelernt in Frankfurt am Main. Da hat er irgendwie für Volker Hauff von der SPD hat er irgendwie so ein Konzert gegeben. Also da war auch Wahlkampf in Frankfurt, ne, gegen Walter Wallmann und so. Und wir waren natürlich dann alle damals für den Hauff gewesen. Und da habe ich den halt als 15-Jähriger kennengelernt und so. Er hat mich auch gleich also sich ausführlich mit mir unterhalten. Und Niedecken und so kenne ich auch. Aber ich bin eher... Ich habe ja mal in Düsseldorf auch gewohnt, aber als ich aus Düsseldorf weggegangen bin, da war ich noch also Kind, da bin ich so ein Fan gewesen von den Düsseldorfer Bands wie Fehlfarben und Family Five, Der Plan, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Da gibt es noch eine kleine Band, die Toten Hosen. Unter anderem, genau. Und das war mein drittes Interview, da war ich 16, da habe ich mit denen in der Batschkap übernachtet. Wir haben bis 5 Uhr morgens über Clockwork Orange gesprochen. Und da hatten die noch nicht die kleines bisschen Horrorshow-Platte gemacht. Also ich will nicht sagen, das war unbedingt die Inspiration, aber ich bin ein riesen Kubrick-Fan und
bin ja auch bei Frau Kubrick gewesen am Grab von Stanley. Also ich kenne die Familie sehr gut seit 1999, leider erst nach dem Tod von Stanley, obwohl er mir mal zurückgeschrieben hatte auf einen Brief, den ich ihm geschrieben hatte. Und ich habe den Brief immer noch. Da stand dann auch drin tatsächlich, also ich wollte ein Interview mit ihm machen und dann hat er geschrieben, habe Ihre Spirit-Magazine erhalten, sehr gut. Wenn mein nächster Film fertig ist, gebe ich Ihnen ein Interview. Und dann ist er leider nach Eyes Wide Shut gestorben. Bist du eigentlich auch Cineast? Was sind deine Lieblingsfilme? Kannst du mir drei deiner Lieblingsfilme nennen? Spontan, kleines Brainstorming mal. Erste Frage der Zeiten. Also auf jeden Fall Pate 1 und 2. Ich mache das immer über Regisseure. Lass mich über Regisseure machen. Okay. Der liebe Gott ist für mich Martin Scorsese. Dann kommt ziemlich schnell hinterher auch schon tot Sidney Pollack. Super, liebe ich. Ziemlich schnell her Sidney Lumet. Dog Day Afternoon. Justice for All. Ich bin Die Hard Pacino-Fan. Ah Also ja. alles, was Pacino gemacht hat, finde ich großartig. Also ich tue mich immer, ich werde das immer gefragt, was die. Ich finde Blade Runner, den Original, den ersten, in der Studioversion finde ich nach wie vor ein absolutes Meisterwerk. Nein, es gibt so viel unfassbar gute Filme. Da tue ich mich ganz schwer. Aber ich bin natürlich komplett geprägt durch das amerikanische Kino. Ich bin halt mit Taxi Driver groß geworden, mit Mean Streets. Und den ganzen Pollack-Film, They Shoot Horses, Don't They? Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss. Ja, Hammerfilm. Hammerfilm, als Kind schon geliebt. Und aber Kunsthaft. Jeremiah Johnson ist Hammer. Und mein Liebling ist Yakuza von ihm. Den kennst du ja vielleicht auch, ne? Yakuza? Toller Film. Aber du, ich gucke auch koreanisches Kino. Ich finde Old Boy ein Kultfilm. Weltklasse, ne? Oder? Das ist Also, ich bin da echt, ich gucke immer noch sehr viel Filme, mittlerweile natürlich sehr viel Serien. Ich habe gerade angefangen, Queen's Gambit. Wahnsinn, dieser Schachfilm, großartig. Ich gucke immer noch Blacklist, James Spader, finde ich super. Also es gibt so viele gute Filme. Also echt. Und jetzt hast du ja selber auch Lange nicht in mehr. einigen mitgemacht, aber denkst du irgendwie, weil du bist ja eigentlich auch Deutsch-Amerikaner, ne? Ich glaube auch sogar auch Staatsangehörigkeit ist, oder genau. Denkst du irgendwie bei der Schauspielerkarriere hättest du vielleicht nochmal was anderes machen können oder bist du zufrieden mit deiner Schauspielerkarriere eigentlich? Weil mit Abwärts hat es ja wirklich eigentlich nicht abwärts ging es, sondern es ging vorwärts. Also ich habe ehrlich gesagt für einen deutschen Schauspieler sehr viel gedreht in den USA mit großem Spaß und habe das erst eingestellt, als ich mit den Dokus angefangen habe. Ich war in den USA verheiratet und habe deswegen fast ausschließlich drüben gearbeitet in den späten 90ern. Da habe ich auch diese Highlander-Serie gemacht, The Raven. Und ich mache immer noch gelegentlich internationale Produktionen. Ich habe vor 2 Jahren dieses Mirage gemacht fürs ZDF mit Clive Stanton und so. Also wenn sich das ergibt, mache ich das noch, aber ich gehe jetzt nicht mehr auf Castings, um in amerikanischen Filmen mitzuspielen. Die warten auch nicht auf deutsche Schauspieler. Insofern, ich mache jetzt meinen Amsterdam-Krimi, der mir großen Spaß macht. Wir drehen ab Mai 2 neue, also den ja Thriller. Wir machen ja als einzige ein echtes Thriller-Format für die ARD. Und das mache ich und dann wechsle ich halt jetzt zwischen meinen Filmen und den Dokus. Aber ich spiele immer noch sehr gerne, freue mich jetzt auch total nach 1,5 Jahren Drehpause, Corona-bedingt, dass ich in Amsterdam wieder fast 3 Monate Thriller machen darf. Freue ich mich total drauf. Apropos nochmal Stichwort Corona. Was denkst du denn? Wie lange wird es noch gehen? Irgendwie wird man Corona besiegen oder haben wir uns schon geändert? Haben wir uns schon an, wir bleiben zu Hause und wir halten Abstand so gewöhnt, Nein. dass die Welt ganz anders wirklich danach sein wird? Oder was denkst du? Also es wäre toll, wenn wir da. Ich habe keine Ahnung, wie die Pandemie verlaufen wird. Also ich denke, die Impferei wird ein Teil der Lösung sein. Ich befürchte aber, dass es wie die Grippeimpfung dann ständig wiederholt werden muss. Ich fürchte auch, dass es Mutanten geben wird, die resistent sind gegen die Impfung. Das ist leider meistens so. Ich fürchte, dass wir nichts aus dieser Krise lernen, weil wenn ich Zeitung lese oder Nachrichten konsumiere, es wollen ja alle nur zurück, wo wir waren vor der Krise. Es will ja keiner was lernen. Dass das ein zoonotischer Virus ist, der einfach auf den Menschen übergreift, weil wir in Naturgebiete vordringen oder mit Natur sträflich dumm umgehen, das will ja keiner hören. Das ist ein Virus, der Tieren nichts antut, aber uns tut er was an. Insofern, wir müssten sofort aufhören, den Amazonas wegzuroden. Wir müssten sofort aufhören, Indonesien wegzuroden. Wir müssten aufhören, bei uns, wie gesagt, Flächenfraß zu betreiben und Grünflächen zu vernichten. Ich fürchte, dass alle nur dahin zurück wollen, wo wir vor der Krise. Alle wollen gleich wieder fliegen nach Malle und alle wollen den gleichen Quatsch weitermachen wie vorher. Man müsste sowas wie Ryanair einfach zumachen. Warum wird Kerosin bis heute nicht besteuert? Nur mal als Beispiel. Warum wird Plastik nicht wirklich besteuert, sodass wir aufhören mit dieser Plastikvermüllung? Also ich fürchte, die Lernkurve ist extrem flach, weil der Mensch ist nun mal dumm. Das ist so. Ich meine, ich setze ganz große Hoffnung auf den Herbst, auf die Bundestagswahl.
ich gehe mal davon aus, dass wir dann tatsächlich eine etwas andere Politik kriegen. Und insofern, also es gibt ja Länder, die uns da echt jetzt im Moment sehr vorausschreiten. Neuseeland, gutes Beispiel. Costa Rica wird als erstes Land der Welt CO2-neutral. Das geht. Die Schweiz ist weit voraus, die Skandinavien sowieso. Ich denke, wie auch die Deutschen werden irgendwann kapieren, dass wir mit diesem Wirtschaftsmodell nicht mehr lange weitermachen können. Wo du gerade Skandinavien angeschnitten hast, das war ja auch in der Doku, dass man da eigentlich mitbekommen hat, dass die gnadenlos den Wolf eigentlich bekämpft und fast ausgerottet haben. Ne? Jetzt diesmal war es ja auch so letztes Jahr mit den Nerzen. Da sind ja alle Nerze in Dänemark getötet worden wegen dieser Verdachtsfälle oder das, ich weiß, ein paar Tiere waren infiziert. Also da Massentierhaltung. Massentierhaltung per se ist krank, pervers, umweltschädlich, ungesund für den Konsum. Wann kapieren wir, dass ein Steak einen Wert haben muss? Ein Hühnchen einen Wert haben muss? Der Sonntagsbraten muss wieder her. Einmal die Woche ein richtig schönes Stück Biofleisch. Fertig, aus. Ich bin befreundet mit Patrick Baboumian, der hält immer noch mehrere Rekorde als stärkster Mann der Welt. Der Mann ist seit 15 Jahren Veganer. Ich kenne ihn auch, habe ich auch kennengelernt. Serena Williams, vegan. Das ist jetzt, ich glaube, das sind die Kölner. Wir müssen leider jetzt Schluss machen, weil die warten auf den nächsten Anruf.